Hier sind die EmsTV News. Es ist Freitag, der 8. April. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Ihren regionalen Nachrichten. Wir starten die Sendung mit einem Blick auf das Einsatzgeschehen der Rettungskräfte und der Polizei. Heute Morgen kam es auf der B70 zwischen Haaren und Laaten zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Opels war gegen 6 Uhr in Richtung Meppen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Hagelschauers und der daraus resultierenden glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Hier stieß der Opel mit dem Toyota eines 31-Jährigen sowie dem Ford eines 30-Jährigen zusammen. Der Fahrer des Opels und der des Ford wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 30-Jährige konnte einer Verletzung entgehen. Ostern fiel in den letzten beiden Jahren jeweils in einen Corona-Lockdown. Dieses Jahr gibt es fast keine Beschränkungen mehr. Meine Kollegen Johanna Westrup und Simon Koslowski haben sich in der Lingener Innenstadt umgehört, wie die Menschen die neuen Möglichkeiten über die Ostertage nutzen. Am 17. April klopft der Osterhase wieder an die Tür. Aufgrund der Corona-Pandemie und den Einschränkungen hielten sich die Feierlichkeiten in den letzten Jahren in engen Grenzen. Doch durch den jüngsten Entfall der meisten Beschränkungen ist dieses Jahr wieder vieles möglich. Wir haben uns in Lingen umgehört, was die Menschen über Ostern planen. Mit meinen Kindern feiern. Arbeiten. Bin Krankenpfleger. Wir bleiben zu Hause. Wir sind im Garten und werden da ein bisschen was machen. Meine Enkelkinder sollen Ostereier suchen, ja. Aber sonst nichts Großes. Und wir kriegen Besuch von unseren Kindern selbst, ja. Für Ostern eine ganz normale Familienfeier. Und wir handhaben das so, weil meine Mutter dabei ist, sie ist im Pflegeheim, dass wir uns grundsätzlich dann vorher auch testen. Ja, wir werden im kleinen Kreis der Familie ein bisschen feiern zusammen. Und ja, aber nichts Großes. Und wir achten natürlich darauf, dass wir entsprechend Abstand halten und uns wahrscheinlich vorher auch einmal kurz testen werden. Ja, mit der Familie irgendwie frühstücken gehen und so weiter. Aber das hätte ich jetzt auch losgelöst von den Corona-Beschränkungen geplant. Also insofern ist das für mich jetzt keine Änderung. Man ist natürlich ein bisschen freier, ne? Man muss sich keine Gedanken machen, muss ich Maske mithaben, muss ich irgendwie einen Impfnachweis, muss ich einen Test vorher machen. Insofern ist das natürlich schon ein schöneres Gefühl. Trotz der gelockerten Corona-Beschränkungen halten sich die meisten Befragten lieber etwas zurück. Viele freuen sich auf eine Familienfeier im kleinen Rahmen mit vorherigem Test, um während der Osterfeierlichkeiten sich und andere bestmöglich zu schützen. Die neue Hundespielwiese in Laaten wurde kürzlich offiziell in Betrieb genommen. Zahlreiche Hundebesitzer sowie Bürgerinnen und Bürger kamen mit ihren Vierbeinern zur Eröffnung. Auf einer eingezäunten Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern können sich die Tiere austoben, ihr Sozialverhalten entwickeln, Kontakte aufnehmen, herumrennen, spielen, wippen. Alles, was das Hundeleben glücklich macht. Besonders hervorzuheben ist, dass die Spielwiese komplett vom Bauhofpersonal der Gemeinde Laaten errichtet wurde. Der Laatener Bürgermeister Norbert Holtermann wünscht der neuen Hundespielwiese regen Besuch und hofft, dass die Hundebesitzer die Gemeinde bei der Bewirtschaftung des Platzes unterstützen. Die Gemeinde Lengerich investiert rund 5,7 Millionen Euro. Um diese Investitionssumme zu stemmen, muss eventuell ein Kredit aufgenommen werden. Wir haben uns beim Samtgemeindebürgermeister informiert. Die Gemeinde Lengerich investiert 2022 rund 5,7 Millionen Euro. Matthias Lühn legt bei den Investitionen Wert auf eine nachhaltige Zukunft. Das größte Projekt zunächst einmal ist der Neubau oder Anbau am Kindergarten Lengerich. Dabei geht es um über 2,3 Millionen Euro, was eine sehr, sehr wichtige Investition in die Zukunft der Gemeinde ist, weil es uns halt auch wichtig ist, dass hier vor Ort entsprechende Betreuungsplätze im Kindergarten und im Krippenbereich verfügbar sind. Das ist definitiv erstmal die größte Investition. Auch das Thema Wohnbauentwicklung spielt im Haushalt eine große Rolle. Um zusätzlichen Wohnraum schaffen zu können, will die Gemeinde für den Ankauf weiterer Flächen eine Summe von rund 1 Million Euro einsetzen. Das Aushängeschild Lengerichs Ramingsmühle wird ebenfalls bedacht. Hier muss ein Mühlrad erneuert werden. Dafür sind 90.000 Euro veranschlagt.
Weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Erschließung von Gewerbeflächen für 500.000 Euro, lassen die Investitionssumme auf rund 5,7 Millionen Euro anwachsen. Für die Finanzierung wird zunächst eine Kreditaufnahme kalkuliert, so Matthias Lühn. Das sind rund 2,3 Millionen Euro, die an Kreditaufnahme vorgesehen sind. Ob es tatsächlich benötigt wird, das wird man dann nach Ausführung des Haushaltes sehen. Ist erstmal eine hohe Summe, wobei tatsächlich die Gemeinde in den letzten Jahren knapp 20 Millionen Euro investiert hat. Das ist eine sehr, sehr stolze Summe für eine Gemeinde wie Lengerich. Und wir haben bisher nicht die Notwendigkeit gehabt, ein Darlehen aufzunehmen. Lengerich weist aktuell eine sehr geringe Verschuldung auf. Sollte das Darlehen in diesem Jahr in Gänze aufgenommen werden, würde die Pro-Kopf-Verschuldung stark ansteigen. Derzeit hat die Gemeinde Lengerich eine extrem niedrige Verschuldung, also es sind nur knapp 70.000, 75.000 Euro. Wenn das Darlehen denn aufgenommen werden müsste, hätte man in der Tat eine Pro-Kopf-Verschuldung, die bei über 900 Euro liegt. Allerdings, wie gesagt, muss man das auch immer in Relation sehen zu den Projekten, die jetzt angegangen werden. Und von daher denke ich mal, dass dieses Maß des Verschuldens auch noch vertretbar ist in der heutigen Zeit. Die aktuellen Entwicklungen können die Haushaltszahlen natürlich noch beeinflussen. Zum einen müssen die Geflüchteten integriert werden, zum anderen sieht sich der Bürgermeister mit der Preisentwicklung des Energiemarktes konfrontiert, trotz eines vorhandenen Nahwärmenetzes und eines Bürgerwindparks. Die Gemeinde Lengerich steht also vor einigen Herausforderungen. Früher landeten sie einfach im Müll. Jetzt sammelt eine Friseurin aus Meppen die abgeschnittenen Haare ihrer Kunden und leistet damit einen Beitrag für saubere Gewässer. Meine Kollegin Julia van der Zee weiß, was es damit auf sich hat. Auf den Restmüll kann Nadine Warmes in ihren Friseursalon mittlerweile verzichten. Seit gut einem Monat sammelt die Friseurmeisterin die abgeschnittenen Haare ihrer Kundschaft in einer Papiertüte. Und das aus gutem Grund. Diese Haare können beispielsweise in einem durch Öl verschmutzten Gewässer als natürlicher Filter genutzt werden. Auch gegen Benzin- und Sonnenmilchreste helfen die haarigen Filter. Die werden entweder in Strümpfe gestopft, also in alte Kompressionsstrümpfe oder Nylonstrümpfe, sehr dicht reingestopft, dass da so eine Haarschlange von entsteht. Oder die werden zu einer Haarmatte verfilzt. Und diese werden dann ins Meer gelassen. Das Öl liegt ja meistens oben drauf und entweder wird es als Stopper eingesetzt oder wie gesagt als Filter. Auf die Idee kamen sie, als sie über Social Media über Kollegen auf die Organisation Hair Help the Ocean aufmerksam wurde. Wenn genug Haare zusammengekommen sind, gibt Nadine Warmes der Organisation Bescheid und die Haare werden zeitnah bei ihrem Salon abgeholt. Anders als beim Herstellen von Perücken ist der Zustand der Haare kein Ausschlusskriterium. Alle menschlichen Haare sind dafür geeignet. Es ist auch der Zustand und die Länge der Haare ist egal. Es sollten nur keine Tierhaare sein. Und die Haare sollten gewaschen sein. Das ist auch noch ganz wichtig, wenn da Stylingrückstände, Haarspray, Gel etc., das würde diese Filterwirkung wieder herabsetzen. Die Saloninhaberin hat allein bereits schätzungsweise 20 bis 30 Liter Haare gesammelt. Ihre Kundschaft freut sich ebenfalls, das Projekt zu unterstützen und gibt gerne das eigene Haar für mehr saubere Gewässer. Ja, eine gute Aktion, sage ich an dieser Stelle. Was ich ebenfalls gut finde, ist das nahende Wochenende, in das ich mich jetzt verabschiede. Ich hoffe, Sie genießen Ihres und schalten am Montag wieder ein. Bis dahin wünsche ich Ihnen was. Tschüss.